Was haben die gemacht, ey? Diese 1000 Lagerklemme. So, hier mal der Zwischenstand. Wir haben jetzt hier nochmal einige Leitungen nochmals neu zugeordnet, sodass wir gesagt haben, okay, das, was wir tatsächlich verlängern können, weil der Zählerschrank ist ja dort, die werden wir dann halt auch von hier ziehen, also alle Zuleitungen. Hier ist aber auch beispielsweise ein Knotenpunkt für die gesamten Wechsel- und Kreuzschalter. Die werden wir dann halt hier zwischenhängen, aber wir werden das halt so klein wie möglich halten. Da war ein, ja, wie so eine kleine Werkbank gewesen mit so einer Kommode. Die haben wir jetzt komplett abgebaut, weil wir brauchen einfach hier den Platz, weil wir hier auch einen 1,40 Meter Schrank nehmen, auch den breiter setzen, sodass wir dann gesagt haben, komm, wir demontieren das komplett und versuchen das halt so anständig wie möglich neu zu verlegen. Ein paar Leitungen kommen von unten, die müssen wir dann mit reinklemmen, verdrahten. Die gesamten Leitungen, die von oben kommen, werden ebenfalls mit reinklemmen, verdrahtet. Also da haben wir noch einiges vor. Und dann sieht man beispielsweise jetzt hier so eine Leitung, die ein bisschen stört. Die wurde ungünstig gelegt. Die ist genau da, wo wir tatsächlich auch den Schrank setzen müssen. Das heißt, wir müssen diesen Bereich dann ein bisschen einstemmen, sodass wir die Leitung dann verlegen können. Bisschen weiter hoch, bitte. So, das wäre jetzt mal der Ist-Zustand. Von unten kommen die ganzen Leitungen. Wir hatten hier den Tisch einmal demontiert. Um das ein bisschen schöner zu gestalten, dann nochmal hier ein paar Schächte vorbereitet. Mussten aber tatsächlich, konnten den Zählerschrank jetzt nicht weiter nach rechts montieren. Deswegen müssen wir die Leitung halt von unten einführen. Das zum einen. Dann sieht man es oben. Die Kenner unter euch werden halt wissen, wir haben halt hier relativ viele Kanäle runtergezogen. Dann kommt noch später hier dieser Rangierkanal, dass, wenn das alles wirklich eingeführt ist, dass das ja eine saubere Nummer ist an der Stelle. Aber man sieht, wir haben jetzt hier den 1400er Schrank verbaut und in der Breite ist schon eine Wucht, aber sieht gut aus, finde ich.